meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich für euch mal wieder ein Haul und zwar, ich war bei DM und bei Rossmann einkaufen und ja, wundert euch nicht, dass ich vielleicht ein bisschen fertig aussehe. Ich war wie gesagt bei Rossmann und bei DM und bei uns ist es total warm, ich glaube so um die 25, 26 Grad und ich bin total fertig, aber ich wollte jetzt direkt den Haul für euch abdrehen, damit ich die Sachen wieder einräumen kann und ja, vorweg, also wenn es euch interessiert, was ich gekauft habe, dann bleibt einfach dran und wir legen gleich los. Also, vorweg, ich habe einmal eine ganz große Tüte gekauft, voll, also so eine Tasche. Die benutzen wir eigentlich immer für unseren Lebensmitteleinkauf. Die hatten wir allerdings jetzt bei DM und bei Rossmann dabei, weil wir nämlich ein neues Auto haben. Und ja, deswegen waren wir diesmal mit dem Auto dort und konnten ein bisschen mehr einkaufen und mussten nichts im Onlineshop bestellen, obwohl ich natürlich auch gerne im Onlineshop bestelle, aber ja. Ja. Die Sachen sind gemischt, das wollte ich noch sagen. Also von Rossmann und vom DM jetzt da drin. Die Preise blende ich euch hier oben ein, weil ich die jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf weiß. Aber die Kassenbons habe ich noch aufgehoben. Und ja, ich greife einfach rein und zeige euch die Sachen. Als erstes habe ich hier einmal von Soft und Sicher so eine Taschentücherbox gekauft. Schaut so aus. So ein schönes Design hier. Ja, das sind die ganz normalen Taschentücherboxen. Früher haben wir immer die aus der Babyabteilung gekauft, aber jetzt kaufen wir eigentlich immer die, weil die auch schöne Designs haben und eigentlich auch noch ein Stück besser sind und genauso viel kosten. Einmal die. Dann haben wir noch eine Taschentücherverpackung gekauft. Die schaut so aus. Die habe ich mir ausgesucht. Die fand ich total schick mit dem Rosa und diesen Pastellfarben. Fand ich total schön. Dann haben wir einmal was Hygienisches gekauft. Und zwar von Jessa. Einmal diese schönen Sachen hier, die braucht man ja immer als Frau und das bleibt nicht aus, dass man die auch kaufen muss. Da habe ich mich jetzt diesmal für die normalen entschieden, Seide ohne Flügel und so. Ja, braucht man ja. Und die kann man auch super bei leichter Blasenschwäche benutzen. Dann haben wir einmal eine Zahnbürste gekauft von Dontodent. Das ist diese hier mit dem Zwischenzahn. Ja, meine Mama brauchte mal wieder eine Zahnbürste und sie hat gesagt, sie möchte die benutzen. Einmal in der Stärke Mittel. Dann habe ich noch gekauft beim DM einmal die Carefree Plus. Und zwar, die schauen jetzt so aus, sind irgendwie neu, sind verändert worden, keine Ahnung. Habe ich mir ausgesucht, eine frische Duft. Riechen auch total gut. Und ja, braucht man wie gesagt auch immer. Ach so, und das Coole an denen ist, man kann jetzt da die Originalgröße sehen. Also so groß, wie die abgebildet sind, sind die angeblich auch in der Verpackung. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht aufgemacht. Aber cool ist es trotzdem. Und ja, ich finde so neue Verpackungen immer total cool. Und wenn da neu draufsteht oder Limited Edition, ihr kennt mich, ich muss es mitnehmen. Dann habe ich noch einmal von Balea meine Soft und Clear Anti-Pickel Tagesfluid. Ich habe was Falsches gekauft. Ich wollte eigentlich die Tagescreme, sehe ich gerade, aber das ist irgendwie was anderes. Keine Ahnung. Egal. Packen wir wieder ein. Wird schon das gleiche sein. Ich wollte, wie gesagt, die Tagescreme, aber ich habe jetzt irgendwie das Tagesfluid gekauft. Vielleicht ist es auch verändert worden und es gibt die Tagescreme gar nicht mehr. Mal gucken. Naja.
Ärgert mich jetzt ein bisschen, aber wie gesagt, deshalb denke ich mal eh das Gleiche und von daher tut sich da nicht viel, hoffe ich zumindest, weil ich mit der eigentlich im Moment ganz gut klarkomme und meine Haut auch ganz gut klarkommt und ja, genau. Dann haben wir einmal von Denk mit die hygienischen Reinigungstücher gekauft. Das sind diese hier. Die schauen so aus, sind 40 Stück drin und die nehme ich ja immer mit in meine Handtasche, weil ich bin ja so ein kleiner Hygienefreak. Bei mir muss ja alles ein bisschen desinfektionsmäßig, muss ich immer vorbereitet sein. Man weiß ja nie, wo man hinkommt, welche Toiletten man so benutzt, im Bahnhof, in den Bahnhöfen, im Zug, in den Restaurants. Man weiß ja nie, wie die Toiletten aussehen. Und da habe ich sowas immer gern dabei. Und da die letzten jetzt leer waren, das habt ihr ja auch in dem Aufgebraucht-Video gesehen, von dem April, genau, musste ich neue kaufen. Dann vom DM ganz normale Müllbeutel, 20 Liter Müllbeutel, kaufen wir immer, nichts Spektakuläres. Dann einmal vom DM von Profisimo meine Brillenputztücher. Die habe ich jetzt für die Ausbildung wieder gekauft. Für zu Hause habe ich noch welche, aber für die Ausbildung sind die jetzt leer und deswegen habe ich die gekauft. Sind eigentlich auch meine Liebsten, aber da tut sich ja auch zwischen den Marken nicht viel und es ist eigentlich immer das Gleiche. Dann noch was vom DM, ja. Noch einmal was vom DM und zwar von Denk mit, den WC-Reiniger Ocean Fresh, ja. So schaut der aus. Der hat sogar Stiftung Warentest gut, glaube ich. Ja. Und deswegen haben wir den mitgenommen und der war gut und günstig und ja. Dann noch von Jessa Slip-Einlagen normal für meine Mama, die benutzt die ja immer. Und die riechen auch total gut mit frischem Duft. Kann sie nichts sagen, benutzt sie immer, wenn sie gut. Dann muss ich mal gucken. So, von Rossmann. Dann habe ich jetzt gerade noch eine Sache vom DM und zwar habe ich mir von Baby Love ein Gläschen ausgesucht, die esse ich ja auch total gerne, weil ich ja euch schon mal erzählt habe, dass ich nicht so normales Obst essen kann, kaufe ich mir halt immer so Gläschen oder so Quetsch-Dinger, so Fruchtquetschis. Und da habe ich mir jetzt das ausgesucht von Baby Love, Granatapfel und Butterkeks in Apfel. Schaut so aus. Sieht jetzt nicht besonders appetitlich aus, aber ich habe gedacht, die Verpackung war irgendwie süß und hat sich lecker angehört. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das mal mit. Mal gucken, wie das so schmeckt. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, nur noch... Nein, wir haben noch eine Sache vom DM, Entschuldigung. Und zwar haben wir da von Das Gesunde Plus die ganz normalen Salbei-Bonbons. Die isst meine Mama total gerne. Ich ab und zu auch, aber nicht so viel. Ich esse dann lieber Kaugummi oder sowas oder so Waldfruchtbonbons. Aber meine Mama liebt diese und deswegen kauft sie die eigentlich auch immer beim DM. Weil beim Rossmann hat sie die, glaube ich, auch schon gekauft. Aber vom Rossmann mag sie die nicht so. Und deswegen kauft sie die beim DM. So, und ich glaube, das war es soweit vom DM. Und jetzt kommen nur noch Sachen vom Rossmann. Und zwar als erstes von Bleib gesund, der Edel-Nussmix. Schaut so aus. Den kauft meine Mama eigentlich auch ab und zu mal, weil sie isst gerne Nüsse. Und ich kann ja Nüsse leider auch nicht essen. Ich habe ja auch eine Nussallergie.
Ja, deswegen leider nichts für mich, aber meine Mama liebt sie, deswegen kauft sie die. Und ich glaube, die sind auch gar nicht so teuer, aber wie gesagt, Preise blende ich euch ja oben ein. Dann habe ich mir noch von Rossmann, und zwar den wollte ich erst beim DM mitnehmen, aber beim DM wäre er 3 Euro teurer gewesen und ich habe gedacht, ich gehe ja eh nochmal zu Rossmann und mal gucken, was er da kostet. Und ja, da war er dann wirklich im Angebot und günstig für 8,99 glaube ich, aber wie gesagt, Preise blende ich oben ein. Und zwar habe ich mir da, mich da für den Venus Gillette entschieden. Weil Sommer und Rasieren und so gehört jetzt ja zur warmen Jahreszeit, wenn man kurze Hosen trägt. Im Winter ist es mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, aber im Sommer halt. Und deswegen habe ich mir dafür den neuen Venus Gillette Swirl mal gekauft. Das ist dieser hier, das ist der lilane aus der Werbung. Und das ist ja dieser mit dem Flexball. Und ich bin ja so ein Mensch, ich schneide mich ganz gern auch mit solchen Rasierern, also mit so teureren Rasierern. Und ja, das ist nicht so schön. Und deswegen habe ich gedacht, den, vielleicht ist der ja ein bisschen besser für das, dass ich mich nicht mehr so oft schneide. Wäre auf jeden Fall ganz schön, wenn es so wäre, wenn er besser wäre. Kostet wie gesagt normalerweise, glaube ich, 13 Euro, ich habe mir jetzt günstiger gekauft und die Klingen kosten auch ein Schweinegeld, ich glaube auch so 14 Euro. Aber ja, was soll's, man will ja schön aussehen. Genau, den habe ich noch mitgenommen. Und dann gab es dazu, zu dem Rasierer, muss ich euch ganz kurz aufzeigen, noch so ein gratis, keine Ahnung, so ein Tischtennis-Ding-Set gab es gratis dazu. Habe ich jetzt gedacht, brauche ich es nicht unbedingt, aber wenn es es gratis gibt, nimmst du es mal mit. Und dann hat sich meine Mama noch von Reval de Loup die Limited Edition gekauft, und zwar 3 in 1 Lotion-Reinigungstücher. Die benutzt die ja auch schon eine ganze Zeit lang und die liebt sie eigentlich auch. Und ich weiß gar nicht, was sie macht, wenn es die nicht mehr gibt im Rossmann, welche sie dann kauft. Aber mal schauen, diese auf jeden Fall. Und dann haben wir noch als letztes, nehmen wir eigentlich auch im Moment, wenn wir in der Drogerie sind, weil kann man ja nie genug in der, im Vorrat von haben. Und zwar ist das eine Zahnpasta, und zwar mal wieder eine von Colgate. Wie soll es auch anders sein? Wir benutzen eigentlich immer nur Colgate. Und zwar einmal die Ultra Weiß. Die habe ich euch, glaube ich, im letzten Haul schon gezeigt. Ich weiß gar nicht, wo die so abgeblieben sind, diese ganzen Zahnpastatuben. Die gehen bei uns auch verloren wie die Socken in der Waschmaschine. Oder wie meine Lippenpflegestifte in meiner Tasche. Die auf jeden Fall. So, meine Lieben, das war schon mein Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch ein bisschen Tipps geben, was ihr vielleicht auch mal ausprobieren könnt. Was jetzt vielleicht so neu auf dem Markt ist, was ihr noch nicht gesehen habt oder was weiß ich. Ja, ich hoffe, wie gesagt, er hat euch gefallen, der Haul. Wenn er euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst mir einen Kommentar da. Ein Abo natürlich auch immer gerne, ist auch kostenlos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Tschüss! Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the bar. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone?
was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. What you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Like them.